Was geht ab, liebe Freunde? Das ist, warum ich immer sage, guckt, dass ihr vom Narzissten wegkommt. Weil Narzissten können dich krank machen. Narzissten können dich durchaus extremst krank machen. Egal ob jetzt mental krank, emotional krank, psychisch krank, physisch krank. Die können dich krank machen. Der Narzisst macht dich krank. Und das ist leider Fakt. Leider Gottes ist das Fakt. Narzisst, es ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwie mal irgendwie so von einem Zuschauer oder so gehört habe, ey, ich hatte mit dieser Dame hier zu tun, mit diesem Kerl da zu tun. Und jetzt, ich bin voll krank und sowas. Ich bin voll psychisch am Ende. Ich bin voll depressiv und bla 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 bla. Ich habe sogar eben noch was gelesen, irgendwas. Von einem Zuschauer oder von einer Zuschauerin, ich weiß nicht mehr. Da war das auch, wenn ich mich sogar gerade so erinnere. Deswegen ist nicht das erste Mal, dass ich das hier höre von euch, dass ihr irgendwie krank geworden seid wegen diesen Narzissten. Und generell ist es kein Phänomen, kein neues Phänomen, dass man irgendwie so krank wird von denen. Guckt ihr das Verhaltensmuster einfach mal an. Es ist zum Krankmachen. So, es ist zum Krankmachen, all das Gaslighting, all die Manipulation. Es macht alles krank. Es greift dich alles mental an, emotional an, psychisch an, physisch an. Wie gesagt, ich hatte da Fälle von einer Dame, die extrem dann zugenommen hat. Die anderen, die haben gar keinen Bock zu essen. Die anderen, die haben gar keinen Bock mehr rauszugehen. Die anderen hören auf, irgendwie sich zu pflegen und was weiß ich alles. Die machen dich krank. Diese Menschen machen dich krank. Deswegen, Narzissten können dich durchaus krank machen. Mental beispielsweise dann. Und du hast das Gefühl, du kriegst nichts mehr auf die Reihe. Du bist mental und sowas absolut gar nicht mehr bei dir. Machen dich emotional irgendwie fertig und du bist die ganze Zeit nur noch am Weinen oder sowas oder die ganze Zeit nur am Schreien, hast dich gar nicht mehr unter Kontrolle. Das schaffen die auch. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas höre. Diese unkontrollierte Wut, wenn man mit Narzissten zu tun hat. Narzissten machen dich wirklich krank. Du entwickelst irgendwann so eine unkontrollierte Wut, dass allein schon nur, wenn die in den Raum kommen, du wirst direkt wütend. Und das ist krank. Das ist krank. Dass allein schon nur, wenn die in den Raum kommen, dass du dann irgendwie schon die gerade umbringen könntest. So manchmal, so krass ist das manchmal. Oder nicht jetzt umbringen könntest, aber weißt du, was ich meine? Also, dass die wirklich so mal so am Hals und so kräftig zupacken und so durchschütteln und so, dass die mal irgendwie so aufwachen und sowas von ihrem Ego-Trip und sowas. Manchmal du hast echt Bock, die einfach mal heftig durchzurütteln, so komplett einmal so in die Realität zu holen, weil die so sehr in dieser Illusion sind und sowas. Die machen einen krank. Die machen einen krank mit all ihrem Gaslighting, mit all ihren Manipulationen, mit all ihren generellen Taktiken und was weiß ich alles, diese Flying Monkeys, die dann kommen, egal wo du ja gerade stehst, ob du jetzt gerade diesen Menschen verlassen hast oder der Mensch hat dich verlassen oder ihr seid noch zusammen oder was weiß ich, egal wie es ist, diese Menschen machen dich krank. Die stalken dir dann hinterher und sowas, schicken dir irgendwelche Flying Monkeys auf den Weg, dass die dir hinterher spionieren für die und sonst irgendwas, das macht krank. Das macht krank, du vertraust keinem mehr und sowas. Die Narzissten schaffen es, dass du irgendwie so eine Bindungsangst bekommst und sowas. Lauter solche Dinge, die machen dich krank. Die machen dich krank, lauter solche Dinge. Du kriegst so eine Bindungsangst, du hast dann Beziehungsschwierigkeiten. Was weiß ich, kannst keinem mehr vertrauen, kannst keinen mehr an dich ranlassen. Hast keinen Bock mehr auf Menschen. Lauter solche Dinge, die machen dich krank. Die machen dich leider krank. Die machen dich total krank. Die machen dich komplett fertig. Dass du irgendwann nur noch so
Du mit dir selbst und du hast gar keinen Bock mehr auf Menschen. Du hast gar keinen Bock mehr auf Menschen. Irgendwann, wenn, je nachdem, wie weit halt, wie gesagt, du schon bist, irgendwann hast du einfach gar keinen Bock mehr auf Menschen. Du willst einfach nur noch mit dir selbst sein, dein eigenes Ding machen und einfach nur deine Ruhe genießen. So, wenn du wirklich hart, 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 hart mal attackiert wurdest, so vielleicht als Kind oder generell so, was weiß ich, deine Freunde oder Familie oder sonst irgendwer, du wurdest die ganze Zeit so genervt und sowas. Du genießt jetzt so hart deine Ruhe. Du genießt jetzt so hart deine Ruhe, die du hast, dadurch, dass du jetzt weg von diesen Menschen da bist. Aber dennoch, diese Menschen machen einen krank. Diese Menschen machen einen krank. Weil, wie gesagt, die schließen ja dann nicht einfach so mit dir ab, wie so ein normaler Mensch. Und man gibt sich die Hand und sagt, ey, so viel Glück noch im weiteren Leben, man sieht sich so. Nein, man geht nicht im Guten auseinander mit denen. So, die machen dich krank noch mit dazu, die wünschen dir noch was Schlechtes oder spionieren ja hinterher oder mit denen ist nie wirklich so ein richtiger Abschluss, weil die nicht abschließen können, weil die nicht wahrhaben können, dass du jetzt da weiterziehst ohne die und sowas ist. Das wollen die absolut nicht wahrhaben und wehren sich dann natürlich dagegen, schicken dir diese Flying Monkeys auf den Weg oder was weiß ich. Sind jetzt nur Beispiele, die ich mache, wie sie dich krank machen. All dieses Verhalten ist sowas von ungesund. Es ist sowas von ungesund und schädigend für deine mentale Stärke und sowas. Es ist so schädigend. Es schädigt dich mental so sehr und emotional und psychisch und sogar physisch. Es kann dich sogar physisch beeinflussen. So narzisstischer Missbrauch. So, wie gesagt, ist nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe, gesehen habe, erlebt habe, was weiß ich, ja, so, dass irgendjemand dann extrem zunimmt, extrem abnimmt. Entweder gar keinen Bock mehr hat zu essen, weil man so depressiv ist, oder nur noch am Essen ist, weil man so depressiv ist. Kommt ja auf dich an, was du für ein Mensch bist. Aber ist nicht das erste Mal, dass ich sowas mitbekomme und ja, die können dich durchaus extremst krank machen. Natürlich immer nur, wenn du es zulässt. Immer. Ja. Es liegt immer nur an dir. Aber dennoch. Deswegen preach ich hier halt immer so: guck, dass du so wenig wie möglich, wenn es halt irgendwie sein muss, du musst diese Menschen in deinem Leben irgendwie haben, warum auch immer, guck, dass du so wenig Kontakt wie möglich zu diesen Menschen hast. Nur gerade das, was du musst. Nur gerade so viel Kontakt, wie man haben muss, so dann mit den Menschen. Und sonst, wenn du sie aus deinem Leben schaffen kannst, schaff sie dir aus dem Leben. Deswegen sage ich das immer wieder, weil wenn du diese Menschen in deinem Leben hast, die werden dich krank machen. Die werden dich krank machen. Die werden dich komplett krank machen. Deswegen preach ich das immer wieder. Hier bei mir gibt es kein Ja und bleib, so kannst du mit denen zusammenbleiben. Das wirst du so selten von mir hören. Das kommt mal, wenn mich jemand fragt, wie man es schafft, vielleicht mit denen zu leben und sowas. Solche Videos habe ich auch schon gemacht, aber dennoch habe ich gesagt, ich für meinen Teil, ich promote das nicht. Ich empfehle das nicht. Ich sage dann nur, wie man es schafft, mit denen zusammen zu leben. Aber gleichzeitig sage ich empfehle das nicht. Weil das ist kein Leben. Mit denen ist es kein Leben, es ist nur ein, die ganze Zeit ein Überleben, weil du die ganze Zeit nur am Überleben bist. So, wisst ihr, was ich meine? Für alle, die jetzt wirklich sowas mal erlebt haben, ihr wisst, was ich meine. Da will man gar nicht dabei sein. Wenn du noch relativ frisch und jung da bist in diesem narzisstischen Game und sowas, kannst du das noch nicht ganz so verstehen und warst noch nicht so ganz in diesem ganzen Missbrauch drin und sowas, willst vielleicht noch irgendwie was da umkrempeln und willst noch mit diesem Narzissten da Zeit verbringen, weil du ja den liebst oder irgendein Ideal da in den Menschen da siehst, was nicht existiert. So, ich sehe das halt immer bei Menschen, die relativ früh
oder relativ jung in diesem narzisstischen Game so drin sind, die versuchen dann noch irgendwas zu biegen und zu wenden und hinzubekommen und dies und das und kann man nicht das und kann man nicht dies und kann man nicht jedes, jenes. Ich spreche da auch aus Erfahrung, relativ so junge Menschen oder sonst irgendwas, oder egal jetzt auch junge Menschen, ist auch bei Älteren habe ich das gesehen, die aber das erste Mal vielleicht einen Narzissten abbekommen haben oder sonst was oder mit Narzissten zu tun hatten oder das jetzt begriffen haben erst, so die relativ früh da drin sind in diesem Game, diese Menschen versuchen noch da was zu machen und was. Und ich spreche auch aus Erfahrung, weil wenn ich so zurückdenke, manchmal habe ich dann auch noch was versucht. Ich bin zwar bewusst geworden, oh, diese Person ist jetzt so und so, aber man versucht dann noch und will noch irgendwas da biegen und wenden. Und aus eigener Erfahrung und was ich gesehen habe und sonst irgendwas, kann ich euch sagen, es bringt nichts, konzentriert euch auf euch, seht nicht irgendein Idealbild oder sonst was, nimmt die Person für das, was sie ist. So, Narzissten machen dich krank. Narzissten machen dich krank. Versuch nicht, den zu heilen und sonst irgendwas. Das meine ich einfach damit. Dann versucht man auch zu biegen und zu wenden und zu heilen und zu machen und diese Person irgendwie umzupolen und umzustimmen und positiv zu machen. Du kriegst das nicht hin. Das kriegst du nicht hin. Das ist so viel verschwendete Energie, die du in diesen Menschen da reinsteckst. So viel Energie, die du verbrauchst für diesen Menschen. Und du könntest einfach hingehen, an dir selbst arbeiten und mit so viel besseren Menschen Zeit verbringen. Aber nein, du steckst jetzt all deine Zeit in diesen verdorbenen Menschen hier. Was eine Verschwendung. Was eine Verschwendung. Deswegen, Narzissten machen dich krank. Mach dir das einfach klar. Mach dir das einfach bewusst. Gib dich damit ab. Gib dich damit ab, dass sie dich krank machen. Egal wie du es biegen und wenden willst. Du merkst es doch selbst. Jedes Mal, wenn du in der Umgebung nur mit diesen Menschen da bist, die machen dich doch krank. Ja, aber es ist Familie, aber es sind Freunde, aber es ist doch dies. Aber kriegt man das doch nicht irgendwie hin, dass man auf Augenhöhe sprechen kann und dass sie dich mal endlich respektieren und dass die so sind und dass sie so. Du siehst doch, dass es nichts bringt. Dass nichts etwas bringt. Dass es nur ein Überleben mit denen ist, aber kein richtiges Zusammenleben. Du siehst es doch. Akzeptiere es. Das ist die Wahrheit, die ich hier vertrete, so wenn ihr in der Illusion bleiben wollt, ja, aber man kriegt doch das hin und kriegt doch dies hin, bleibt eine Illusion. Wir sind hier aber in der Wahrheit. Wir wissen, dass die meisten Narzissten nicht zu heilen sind und dass es in den meisten Fällen 99%, 99,99% der Fälle nichts bringt, mit denen zu arbeiten und hier umzupolen und dies und das. Bringt alles nichts. Die sind schon verdorben und die wollen dich mitverderben. Deswegen, Narzissten machen dich krank. Definitiv. Das war dieses Video dazu. Ich denke, ich habe es auf den Punkt gebracht. Jetzt, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ich irgendwas offen gelassen habe. Was weiß ich. Schreibt es in die Kommentare. Für persönliche Coachings könnt ihr mich persönlich entweder kontaktieren oder könnt auf der offiziellen Webseite von The Soul Channel direkt ein Coaching buchen, könnt ihr natürlich auch machen. Aber dafür hinterlasst bitte immer mindestens mal eure Nummer oder E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, dass ich euch auch zurückkontaktieren kann. Ist immer doof, wenn da nichts steht. Kann ich auch nicht zurückschreiben. Ja, guckt mal in die Videobeschreibung oder in die Kanalbeschreibung. Dort sind die Links verteilt, wo und wie ihr mich dafür dann kontaktieren könnt. Dort ist die Webseite verlinkt, Social Media, E-Mail-Adresse, alles Mögliche, sogar TikTok, weil ich ja auch neuerdings TikTok habe. Könnt ihr auch folgen, wenn ihr wollt. Könnt ihr mir auch eine Unterstützung geben für TikTok, wenn ich da nämlich dann meine 1000 Follower habe, kann ich dann auch dort live gehen und was weiß ich alles, mal gucken, wie das wird. Aber ich bin ehrlich so, ich bin in letzter Zeit auch so ein bisschen, habe ich den Pullback gemacht von TikTok, weil ich bin, I don't fuck with this app, so ich. Diese App ist einfach nichts für mich. Ist einfach absolut nichts für mich. Deswegen mache ich da mal ab und zu und was weiß ich und konzentriere mich trotzdem mehr auf YouTube und sowas und sehe das mit TikTok eher so ein bisschen locker. So, wenn ich da auch nicht jeden Tag so ein Video hochlade, trotzdem versuche ich so mindestens mal alle 2 Tage, alle 3 Tage mal was hochzuladen. Da bin ich nicht so konstant. Aber es wird noch mal mehr. Mal gucken.
Wenn ihr mich da unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Wie gesagt, für persönliche Coachings wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne, sehen wir uns wie immer in den nächsten Videos. Peace. What the fuck?